Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auf der Chance 2016, der Gründermesse, der Bewerbungsmesse und der Ausbildungsmesse hier in Halle. Und eine große Fläche hier in der Halle 2 nimmt der Ausbildungsverbund Olefinpartner in Beschlag sozusagen, aber das ist ja ein gutes Zeichen. Und ich begrüße André Kretschmer vom Ausbildungsverbund Olefinpartner. Guten Tag erstmal. Schönen guten Tag, Herr Scheibe. Wie präsentieren sich denn die Olefinpartner hier auf der Halle-Messe? Ja, wir haben im Prinzip einen großen Stand, Gemeinschaftsstand. 12 Unternehmen aus dem Verbund sind hier heute zu Gast und präsentieren ganz individuell ihre neuen Ausbildungsangebote fürs kommende Ausbildungsjahr. Schwerpunkt sind die technischen Berufe, Elektrotechnik, Metalltechnik, Chemie. Wie können sich die Menschen, die eine Ausbildung machen wollen, am besten vorbereiten, wenn sie hierher kommen? Also was ist da so das Wichtigste? Man sollte in jedem Fall eine Vorstellung haben von dem, was man beruflich vorhat. Sich vielleicht vorher informieren natürlich. Gerade bei den Jüngeren ein Praktikum ist auf jeden Fall von Vorteil. Sich ausprobiert haben. Wir haben auch ältere Bewerber, älter im Sinne von 20 plus, sage ich jetzt mal. Die wissen manchmal schon ganz genau, was sie wollen. Also auf jeden Fall schon mal sich belesen haben, informiert haben. Praktika, das ist ein guter Ansatz. Was ich aber diesen Bewerbern immer so ein bisschen auch aus dem Bekanntenkreis mitbekomme, die haben immer so ein bisschen eine Furcht, sich zu bewerben. Jetzt bin ich schon 20 plus, passe ich da überhaupt rein in so eine Klasse von Auszubildenden? In jedem Fall. Also mittlerweile hat sich das Bewerberprofil unwahrscheinlich verschoben. Wir haben also die klassischen Bewerber, also Azubi mit 17 Jahren Einstieg, aber das geht bis hoch in die 30, manchmal sogar drüber. Wir haben Berufsquereinsteiger, die eine abgeschlossene Berufsausbildung schon haben, einfach mal neu anfangen. Leute von der Bundeswehr, Studienabbrecher. Da ist alles dabei und das lohnt sich eigentlich auch immer wieder. Also keine Scheu, einfach kommen. Also so ein abgebrochenes Studium ist quasi auch keine Sackgasse. Auch da geht es dann hier weiter, wenn man sagt, okay, jetzt mit einem Abitur zu Hause hinsetzen ist doof, jetzt mache ich mal noch eine Ausbildung hinten dran, oder? Es geht immer weiter. Also das ist auf jeden Fall ein Weg. Und gerade Studienabbrecher sind in den gewerblichen Berufen gerne gesehen und auch genommen, weil die eine gewisse Berufserfahrung schon haben, beziehungsweise auch Lebenserfahrung. Und das passt eigentlich auch immer. Ergänzt sich auch gut bei uns. Wir sind ja ein Trainingszentrum. Wir selber bilden ja nicht aus. Wenn wir dort ältere Azubis haben, auch als positiven Multiplikator für die jüngeren Azubis, das ist immer ganz gut. Wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Geschichte noch eingehen, dann sind ja jetzt eine ganze Menge Asylbewerber hier nach Deutschland gekommen, Flüchtlinge teilweise aus Syrien. Wie haben Sie sich vielleicht auf diese Menschen noch eingestellt? Weil die kommen jetzt auch auf den Arbeitsmarkt und brauchen logischerweise, um in Deutschland bestehen zu können, eine Ausbildung. Ja, also im Moment, darauf eingestellt, sage ich Ihnen ganz ehrlich, sind wir so noch nicht, weil das, was wir hier anbilden, ist eine betriebliche Erstausbildung, duales System nach deutschem Recht. Da bedarf es noch ein paar politischer Rahmenbedingungen, die noch geschaffen werden müssen. Aber wir haben oder unsere Firmen haben, und das schon seit Jahren, gute Erfahrungen mit Auszubildenden aus anderen Ländern, die dann natürlich auch bei uns im Trainingszentrum ausgebildet werden. Und wir haben ja auch schon mal ein paar Auszubildende begleitet, denn die Firma Klemme, die hat sich ja schon mal darauf vorbereitet und auch schon mal einen großen Schritt in die Richtung Zukunft gewagt, denn die haben ja schon mal ausländische Auszubildende hier ausgebildet, oder? Richtig, Firma Klemme hat das gemacht, also, und Firma Actemium Controlmatic auch. Und ich betone das hier an der Stelle auf einem ganz regulären Bewerbungsweg. Also die Azubis, die jetzigen Azubis sind, haben sich ganz regulär dort beworben, sind durchs Verfahren gegangen, wurden genommen und kämpfen seit mittlerweile über 3 Jahren auch in der Ausbildung und das ist auch erfolgreich. Und wie erfolgreich, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Hallo, ich heiße José und ich lerne Mechatroniker. Mein Name ist Tarek und ich lerne Elektroniker für Betriebstechnik. Ich heiße Robert und ich lerne Mechatroniker. José, Tarek und Robert absolvieren einen Teil ihrer Ausbildung beim AVO am Standort Schkopau. Tarek aus Marokko bereits im 3. Jahr. Robert kam aus Kenia nach Deutschland und bekam beim Tiefkühlbackwarenhersteller Klemmer AG in Eisleben vor 2 Jahren seinen Wunschausbildungsplatz. Das Interesse an Mechatronik kam dann schon von klein an. Es war schon immer ein Traum sozusagen. Und im Jahr 2012 habe ich dann ein Praktikum absolviert. Da war mir ganz sicher dann, dass ein technisches Beruf dann zu mir passt. Ich habe ein Praktikum bei Actemium gemacht, erstmal. Ich wollte mal gucken, wie das alles aussieht und hat mir gut gefallen und dann habe ich angefangen mit der Ausbildung. Auch Actemium gehört als Dienstleister für Elektro- und Automatisierungstechnik zu den Unternehmen, die seit vielen Jahren Kooperationspartner des AVO sind. Actemium ist ein internationales Unternehmen. Wir haben weltweit in 38 Ländern über 300 Business Units. Und deswegen schon der Anreiz, sage ich mal, oder nicht das Problem, auch
Azubis aufzunehmen, die aus anderen Ländern kommen. Beim Tarek war es ja so gewesen, dass er durch die Familie zu uns gekommen ist. Und mittlerweile ist es so, dass Tarek sogar vorzeitig seine Ausbildung dieses Jahr beenden wird. José läuft über ein Projekt, das heißt MobiPro. Das wird über das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert und über die Euroschulen in Leipzig. Weil er in seiner Heimat kaum berufliche Perspektiven sah, kam José vor einem halben Jahr nach Deutschland. Das ist ein gutes Gelegenheit für mich, weil in Spanien die Arbeit ist nicht so gut als hier. Und am Moment ich fühle mich sehr gut und das ist wunderbar. Verständigungsschwierigkeiten, wie sie vor allem bei José noch vorhanden sind, werden in der praktischen Ausbildung Schritt für Schritt abgebaut. Wir Ausbilder unterstützen die Auszubildenden, besonders dann in dem Fall José für seine Verständigungsprobleme oder die Auszubildenden untereinander, was sehr, sehr gut läuft. Am Anfang war es ein bisschen schwierig mit der Sprache, aber langsam ging es immer besser und besser und habe ich mich besser verstanden mit den Jungs hier und habe jetzt mehr Freunde, nicht nur von Actemium, sondern von anderen Firmen auch. Ja, das Miteinander ist erstmal ganz wichtig, dass man zusammenarbeitet. Das Teamwork ist auch wichtig. Wir helfen auch gegenseitig. Die Ausbilder sind immer da. Für jeden Fall gibt es immer eine Antwort. Für die Qualität der Ausbildung bietet der AVO so die besten Voraussetzungen. Und das motiviert die Azubis noch zusätzlich. Das erste Mal, wo ich das alles hier gesehen habe, war einfach erstmal wow, dass es so schön ist. Ja. Und dass auch die Ausbilder da sind. Und die ganzen Komponenten, die Werkshalle, es war schon ein gutes Arbeitsumfeld. Beste Bedingungen dafür, dass Tarek, Robert und José ihre Ausbildung erfolgreich abschließen können. Sie machen ihre praktischen Aufgaben sehr gut. Es gibt natürlich auch wieder da manche Dinge von der Verständigung her. Ich gehe immer davon aus, ich möchte nicht in einem anderen Land ohne Sprachkenntnisse sein. Es ist ja bei manchen so. Und dadurch sieht man, die Motivation ist da, sie sind willig und das macht schon Riesenspaß. Ja, Kretschmer, jetzt sind wir am Ende von Hallo Halle angekommen und haben auch einige Firmen aus dem Ausbildungsverbund Olefin-Partner einfach mal vorgestellt. Wie sieht denn Ihre Zwischenbilanz nach einem Tag Chance 2016 hier schon so aus? Es waren Besucher da. Der Freitag ist klassisch immer für die Schulklassen reserviert. Das ist so. Wir hatten auch einige sehr interessante Gespräche. Wir hoffen natürlich stark auf den Samstag. Ich möchte hiermit auch nochmal alle Besucher recht herzlich einladen. Halle 1, Straße des AVO, technische Berufe, Mechatroniker, Elektroniker, Metallberufe, Chemieberufe. 12 Firmen warten auf Sie aus dem Verbund. Wir freuen uns sehr. Ja, und würden uns freuen, morgen hier auch richtig gute Gespräche und vor allem auch Kontakte zu bekommen. Und rund um die Straße hier vom Ausbildungsverbund Olefin-Partner gibt es viele, viele andere Unternehmen aus der Region. Also herkommen, lohnen Sie auf die Chance 2016 auf jeden Fall. Wer eine Ausbildung sucht oder halt sich jobmäßig verändern möchte, der ist hier auf jeden Fall richtig.